Hallo, liebe Leute, wir machen mal heute einen weiteren Run. Ich habe inzwischen schon noch ein paar Runs offscreen gemacht. Einer davon ging sogar bis ins letzte Level. Ja, daran seht ihr, ich war gar nicht so unerfolgreich. Ich habe mir auch gedacht, die Musik ist ja doch ein bisschen nervig von dem Spiel, deswegen habe ich jetzt mal in den Hintergrund andere Musik gelegt von No Copyright Sounds. Das ist ein YouTube-Kanal, wenn ihr die euch angucken wollt. Das ist gerade die House-Playlist von denen. Und ich hoffe mal, das passt ganz gut zusammen. Muss wahrscheinlich die Lautstärke ein bisschen regeln, aber ansonsten hoffe ich, dass das so klappt. Vielleicht mache ich sogar noch einen Tick leiser. Moment. So ist vielleicht besser. So, dann machen wir ein New Game. Und ich hab ein paar Waffen dadurch freigeschaltet, dass ich so weit gekommen bin. Das ist aber ein Shotgun. Den hier kenne ich noch nicht. Shoots Unicorn Womit. Okay, nehmen wir mal Einhornkotze. Und den Triple Jump vom. Ich habe jetzt jede Menge Perks frei, wie ihr gerade seht. Too Young to Die ist irgendwie der Easy Mode, weil du hast weniger Schwierigkeit, dein Schaden, deine Rüstung, dein Loot und dein XP hat einen Buff bekommen. Ah, nachher das haben wir, kommen wir vielleicht sogar noch ganz weit. Ich habe allerdings nicht unendlich Zeit, das ist ein bisschen das Problem. Ne, dann nehmen wir nicht. Nehmen wir hier den Triple Jump. Und da muss man ein bisschen Gas geben jetzt. Entering Cake Town, what the fuck? Da war ich noch nie. Bin ich denn hier gelandet? Achso, ich habe übrigens auch festgestellt, dass die Story ganz witzig ist. Aber. Hä? This is Cake Town. I've counted up your wins and losses and it looks like this is your fifth run. Okay. This is a point where people could do with a bit of surprise. Use these gifts to help you have a good fifth run. Okay. Okay. Noch ein Jump. Geld. Geld. Okay. The hell. Mal gucken, was das hier ist. Oh. Oh! Oh. Das ist, oh, na herrlich. Das ist also Einhornkotze. Wenn ich runterfalle, bin ich nicht ein Tod. Das wäre natürlich interessant zu wissen. New Gun. Hand Cannon. Okay, das war überraschend. Bro! Bro! Ich habe inzwischen auch rausgefunden, die sollte man nicht, irgendwie nicht töten. Also ich habe mir nämlich heute ein tolles Biscuits Video angeguckt. Das sind Hackbots, also die wollen einfach nur Liebhaben sozusagen. Und dem geben wollen, wenn man die aber leben lässt, irgendwie Loot plus. Also die erhöhen wohl die Loot-Chancen irgendwie, so habe ich das jetzt verstanden. Okay, so scheiße ist die Waffe gar nicht. Man muss nur ein bisschen mit ihr zielen lernen. Würde ich behaupten. Gib. Wie viel brauche ich dafür? Ach, 58 nur. Oh, lol. Ich habe ja schon 56. Oh, eine Bombe geflogen. Hätte es uncool, Bomben schießen. Sehr gut, damit habe ich das Geld. Kann ich mir kaufen vorne. Ich krieg noch einen Jump. Der kann die Jump, 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 Jump machen. Vier Jumps, jawohl. Gib mir her. Ein, so, drei, vier. Wow. Oh shit. Ach, fuck. Schmeißt mir das Ding einfach mitten ins Gesicht. Ist auch schwer. Oh shit. Thank you.
Ich bin glücklich, wenn es irgendwie. Das Gefühl, sie konnte ich ja näher an mich ran, ne? Wow! Stopp. Komm natürlich jetzt ziemlich geil an Sachen ran, wenn ich hier so durch die Gegend fliegen kann. Da ist noch was. Weapon Level Up, sehr gut. Ist das irgendwas anderes oder? Nö, okay. Fliegt hier ein bisschen anders aus, okay. Da gibt's noch Geld. Gib mir Geld. Oh, ich bin schon mein Boss. Na herrlich. Oh nö. Au, au. Da ist mein Level wieder down. Oh, what the fuck, es sind viel zu viele. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich mit meinem Boss. Oh Gott. Ich komme gar nicht bis da hoch, oder? Da, jetzt bin ich mal bis da hochgekommen. Also bin ich tot. Ja, das war ja eine mega unerfolgreiche. Okay, die Waffe nehme ich nie wieder. Oh Gott, ist die schlimm.